Hallihallo, meine Damen und Herren. Nun geht es weiter. Und mitten im Winter, mitten in der Kälte. Und ja, siegessicher ist was anderes, aber wir tasten uns halt dann langsam mal heran. Oh, wieder schön. Und das Holz ist auch ausgegangen. Wir sind ja so happy Hippo. Das ist super. Na, weil wir auch den Hardcore-Winter vor uns haben. Unser Plan war eigentlich doch Kohle zu machen. Wie weit sind wir denn da? Handelsposten ausbauen. Da brauchen wir doch Steine. Und jene Steine bekommen wir hier. Ja, das sieht gut aus. Den Winter mal gleich überstanden. Oh, einer ist draufgegangen. Ist auch schön. Kommt mal hierher. Was ist denn das? Ein Wolf, ne? Ja, ein Braunbär sogar. Okay. Ja, greift mal an. Schafft ihr den? Oh, der ist echt stark. Gehen wir mal zurück. Machen wir ja mal die Wölfe hier platt. Brauche ich diesen Platz eigentlich? Eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nur das hier. Und der Braunbär, der ist wirklich mega stark. Oh, das ist ja alles platt. Na toll. So, schnell hier runter, komm schon, lauf, 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 lauf. Lauft, meine Kinder, lauft. Gebt Gas. Hey, das wäre es jetzt echt noch, wenn wir das noch verlieren würden. Also das wäre ja schon so blöd. Greif ihn an, du Arsch. Geht's noch? So, schönes Kino, wieder unseres. Ja, du kannst eigentlich wieder arbeiten. Was sind das? Das sind die Steine. Jetzt, ja, wir werden noch am Abbauen. Gut, wir werden wieder ein bisschen Happy Hippo. Es kommen wieder mehr rein. 9 von 15. War ein beschissener Winter, muss ich ja schon sagen. Schön wäre es, wenn es hier auch Fische geben würde, aber nö. Gibt es ja wohl nicht. So, ich bräuchte eigentlich, das war noch hier, ganz nett mit dem Holz. Wenn wir so viel Holz haben, dann können wir nachher, wegen den 20% mehr, können wir nachher das auch verkaufen. Das wäre ja ganz praktisch. Somit müssen wir eigentlich den gar nicht platt machen, weil es bringt uns nichts. Wir hätten hier nämlich nur einen Stein. Und was ist das hier? Unerschwertes Bauen in diesem Gebiet. Ja, schön, toll. Wow. Juhu. Somit bleiben wir hier, wo wir sind. Dann bleiben wir hier, wo wir sind. Schafe. Wenn ihr Schafe in einem Gebiet habt, reduziert sich die Brennholzbedarf im Winter. In einem Gebiet. Ah, deswegen wäre das so praktisch gewesen. Ja gut. Wie viel kostet mir das denn? Das ist schon unseres. Was mache ich denn? Sag mal, geht's noch? Also langsam geht er mir auf den Sack, ihr Scheißviecher, ne? Vor allem habe ich jetzt keinen mehr, der mir die Sachen abbaut. Komm, gib mal ein bisschen Gas und lauf mal zu. Hm, wir hinken ein wenig hinterher. Hm. Naja. Sagen wir mal dazu. Also bei 8, dann bräuchten wir noch 2. Müssten wir ja so langsam mal hinbekommen.
Es wird ein Erdbeben geben da. Was brauchen wir? Holz brauchen wir. Ja, schön. Komm du mir mal her. Ich bräuchte noch mal Holz. Wie immer. Er läuft halt einfach mal weg. Bete das blöde Ding mal an, dann können wir vielleicht hier noch etwas rausholen, um erhöht den Ruhm, verringert die Aufwertungskosten für heute Gebäude, Medizin, Besiedlung, nö. Gebäudeinstandhaltung. Okay, das wäre es halt vielleicht noch. Zehn Steine. Aufwerten. Ach, scheiße, das stimmt auch. Da waren mir einfach zu wenig. Eins, zwei. Dann komm du mal her. Du kannst dann wieder Nahrung herstellen. Erwartete Zufriedenheit. Ja, wir müssen essen. Warum haben wir denn jetzt kein Essen mehr? So, jetzt kommt gerade einer raus. Jetzt haben wir bei 3. Warum braucht denn das immer so lang? Oh shit. Nee, 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 komm her. Oh Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, schön. Geh dahin. Oh Mann. Das mit der Nahrung, das ist immer so ein Drama. Zum Weinen. So, minus 3. Wie sieht's hier aus? Es stockt. Schönes Kino. Ja, gut. Habe ich gar keinen drin, ich verstehe es gar nicht. So, plus 2, plus 6. Zum Heulen, einfach zum Heulen. Du solltest mir eigentlich noch mal Holzfällerhütte bauen. Warum geht denn das nicht? Hä? Da ist doch nur eins. Eins von zwei Gebäuden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kann ich was anderes bauen? Ah, shit. Was anderes geht. Das hacken wir ab. Die Baubars auch platt machen. Hm.
1, 2 und 3. Komm mal her. Wenn er das nicht tut... Muss man gerade überlegen, das kann ja nicht wahr sein. Er geht jetzt hier hoch und dann kriege ich hier nur plus, jetzt kriege ich plus 10. Okay, also es lohnt sich doch, sowas zu haben. Deswegen war ich jetzt noch gerade ein bisschen am Nachdenken und so still. Das ist ja ein bisschen doof. Plus 10. Ja, also, jetzt haut's hin. Jetzt kriegen wir den Drecks-Erdbeben. Was ist denn das nochmal? Das Spiellager. Mehr zu seinem Spiellager, den brauchen wir nicht. Ja. Weg mit dir. Die machen immer noch Plus, obwohl wir im Winter sind. Das ist sehr gut. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal einen Handel betreiben. Plus 4, minus 6. Das ist okay. Sofern da, glaube ich, einer drin ist, ne? Müssten wir vielleicht ein Sekündchen warten. So. Schaut euch das an. Schlecht, schlecht. Wir geben noch nicht auf. Wir sind noch mittendrin. Vielleicht überholen wir noch welche. Das mit den vier Händlern. Das mit den Clowns gelagert. Das mit dem Sammeln. Das ist knackig. Also der hier jetzt rauskommt, der muss halt Händler machen. Sofort. Komm her. Du kannst hier sofort rein. Und der andere soll einfach nur Bären sammeln. Jetzt sind wir hier bei plus 8. Erhöht den Ruhm. Gewinn um 20. Das bringt auch nichts. Oh doch, das da ist super. Für die Äxte. Das habe ich zu spät gesehen. Hier der nächste kommt sofort als Holzfäller rein. 2 auf 2 ist okay. So, du latsch mal hier rein. Kann ich da nicht nochmal? Ich müsste nochmal einen Handelsposten kaufen. Dann wäre das noch eine coole Sache. Rattenplage. Na, ist noch ein Stückchen hin, da können wir vielleicht noch was reißen. Bis dato. Ich habe keine Krieger mehr. Gut zu wissen. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt Krieger? Weil wir wären bis dato ja nie großartig angegriffen und können das ja ganz schnell machen. Hier gibt es keine Wölfe mehr, die habe ich platt gemacht. Hier kommt eigentlich auch nichts nach. Somit lassen wir das mal. Wir bleiben hier in dieser Nische drin, um nur diese Kohle zu machen. Wir wollen nicht mehr. Bin ich gespannt, wenn der gleich reingeht, wie viel es jetzt mehr an Kohle gibt. Jetzt sind wir bei 12. Das waren plus 4. Und jetzt sind wir bei 15. Okay, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Bau mir nochmal einen Marktplatz. Ressourcen aus. Handelsposten. Ich glaube, das Ding ist falsch gerade gewesen. Das ist das, wo ich die Sachen kaufen kann und das ist die Sache, wo ich verkaufen kann. Schwierig, schwierig. Wie sieht's aus? Wir sind wieder an der Spitze. Nicht noch ein bisschen cooler aushandeln. Plus 5, ne, das ist alles noch super.
Kann man nicht beides? Ah, zwei ist schon verdammt wenig. Ist abgeschlossen. Ja, da bringt mir nichts. Das ist das, wo ich kaufen kann, aber ich möchte ja... Ah, okay, wieder was dazugelernt. Heilerhütte, bla bla blub, Handelsposten. Komm, dahin. Lauf mal dahin, Bua. Hier, Besiedlung, Bergarbeiter brauche ich nicht. Silos brauche ich auch nicht, Medizin nicht. Brennholzverbrauch im Winter für 50%. Kriegsmeute ist bei Kamera, also bla bla bla. Wir müssten uns leider hier hochschlafen, um das dazu bekommen. Das ist leider unvermeidlich. Das wäre echt spitze für den Winter. Da kriegen wir neue Hiwis dazu. Das ist okay. Jetzt holen wir wenigstens ein bisschen wieder auf. Hier, das wird spitze. Das schaffen wir jetzt sofort mit dem Marktplatz, wenn er gleich fertig ist. Das war für den Arsch. Jetzt lassen wir es mal, falls es uns mal mit dem Essen doof ausgehen sollte, dass wir da was kaufen können. Wir haben ja dann nachher genug Geld. Zum Beispiel das wäre ganz nett für diese Holzfäller. So, das nehmen wir mal mit. Einmal ein Festmahl. Oh, das haut ja voll rein. Rein damit. Handelsroute, Holz. Auch ein Handelbeginn. Na, jetzt legt er los hier. Ja gut, sofern er mich nicht angreift, ist mir das noch alles ein bisschen Blume. Ja, jetzt starten wir durch. Ah, der Rote ist schon wieder so on fire. Das haben wir. Da kommen wir als nächstes. Die 8000, das ist halt schon richtig krass. Shit, wir sind an unsere Grenze. Oh Mann, ich Depp. Hier. Habe ich nicht gesehen. Doof. Jetzt haben wir zwei Händler voll. So ein Arsch. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, genau. Warum ist denn der so aggro? Jetzt habe ich kein Essen mehr wegen den Viechern. Aber okay. Das ist ja der Wahnsinn. Schön, die hacken auf den Nose und tot. Das klappt ja super. Vor allem habe ich keine Leute mehr. Vergiss es, bleib hier. Das war jetzt gemein, mein Freund. Shit, 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 shit. Zufriedenheit. Das da möchte ich. Dann kann ich nämlich hier der Holzfäller pimpen. Und unsere Krieger. Nein! Nein!
Nein! Ja, wir hätten das eine nehmen sollen. Also, das haben wir safe, das haben wir safe. 2000. Boah, nicht mal die Hälfte bis jetzt. Wir machen einfach zu wenig Nahrung. Da, essen. Greift er schon wieder an? Lauf mal weg. Du scheiß Roter, Mann! Unser Angriff hat negative Auswirkungen. Schön, danke. Ich kann nur hoffen, dass sie sich wieder gleich verpissen. Unser Clan hungert. Ja, schön. Wenn die immer nur kurz kommen, könnte ich diesen Bug ausbenutzen. Die kommen nur kurz, hauen den platt und gehen wieder. Aber in der Zeit habe ich ein bisschen was gerockt. So lange. Geh mal hier schnell rein. Wir brauchen ja nur mindestens 1000. Müssen wir ja bis... Warum geht das nicht? Ah, weil wir ihn erst zum Normalo machen müssen. Jetzt könnte der erst rein. Wie soll das gehen? Euer Ernst? Das dauert jetzt so ewig, oder wie? Bis es wieder gleich stoppt. Und jetzt ist Winter! Und ich werde wieder angegriffen. Jetzt warten sie, bis es beinahe zu Ende ist und dann verbissen sie sich wieder. Ah. Komm, wenn ich noch einen Dorfbewohner hätte, dann könnte ich den auf ganz normalen Nahrungsjagd legen. Mann, immer ein Hin und Her, hin und her. Ja, jetzt geh wieder. Doch zum Weinen ist das doch immer. Ist der jetzt mal bald fertig? 87%, 88%? Boah. Stimmt ja. Jetzt kommen die Gegner ja auch noch. Ist da jetzt endlich einer da? Ja, jetzt ist endlich einer da. Drücken wir mal V. Immer noch nicht mal die Hälfte. Bräuchte ich viel mehr Leute. Wie viel braucht der zum Aufpimpen? Ein Händler braucht, glaube ich, immer 5.
Wir wollen nur Geld, wir wollen nur Geld. Dass wir jedes Mal das rumkriechen müssen, ne? Dass wir nicht verhungern, dass wir nicht das haben, dass wir nicht das haben. Oh Mann. Ist eine ganz knappe, enge Sache immer. Wo bleibt da? 61. Ja, scheiß Winter zu Ende. Ja, juhu, wow. Ah, schön. Obwohl, du geh mir lieber erstmal da rein. Wie weit haben wir denn noch? Noch ein bisschen. Die sollen noch ein bisschen Nahrung machen und bevor die Viecher dann kommen. Wo ist denn der nächste? Der ist hier. Der ist hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen Power haben wir noch. Kaufen. Ne, bleib hier drin. Dann können wir uns das Essen auch gleich kaufen. Das ist auch okay. Zwei von zwei. Einer von zwei. Schön, wie ihr da festbackt. Das ist okay. Ja gut. Was auch immer ihr angreifen wollt, ne? Am besten wär's, die kommen jetzt genau rein und dürfen gegen die kämpfen. Oh, das wäre herrlich. Wir könnten wieder was machen. Pro Silo. Haben wir nicht? Dann nehmen wir den hier. Das da ist. Ne, warte. Das da. Ihr kloppt da. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Und der muss hier reinkloppen. Oh, ist das gut. Timing, Timing. Einmal kurz abspeichern, weil das eine sehr gute Aktion war. Hier einfach mal mitten rein. Wir sind noch nicht so pingelig heute. Oh, herrlich. Es geht. Wir holen ein bisschen auf. Wir holen ein bisschen auf. Hier, das sieht gut aus. Fast haben wir die Hälfte geschafft. Das ist echt übel. Ja, das ist wirklich übel. Wird eine knappe Geschichte. Also, dann geht's zum nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen. News came of a mysterious land lying beyond the Iron Hail, prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea. Until they finally reached the shores of Northgard.